Ich schicke jetzt noch mal ganz schnell ein Video dazwischen, weil ich ja eben versprochen hatte, dass ich auch darauf eingehe, was man eigentlich macht, wenn man schon Kryptowährungen gekauft hat, und zwar auf einem anderen Exchange als auf Binance, und oder man hat was in seinem eigenen Wallet schon und man möchte das jetzt ganz gerne irgendwie in BNB konvertieren, weil man keine Lust hat, jetzt noch mal was Neues zu kaufen und weil man vielleicht auch keine Lust hat, jetzt bei Binance mit der Kreditkarte zu arbeiten oder so. Und da gibt es eine recht einfache Lösung für. Erstmal, wenn man es wirklich einfach haben will, dann ist es schon ganz gut, wenn man sich bei Binance registriert. Es gibt auch eine Möglichkeit, das ohne Registrierung bei Binance zu machen. Ich zeige das auch mal ganz schnell. Das ist die Binance Bridge. Die ist aber das ist aber tatsächlich die etwas kompliziertere Variante, weil man hier schon so ein bisschen wissen muss, wie man jetzt Assets auf der Blockchain hin und her transferiert. Man muss sein Wallet schon eingerichtet haben und das sind alles Dinge, die würde ich ganz gerne in einem späteren Video erst erklären. Das heißt also, für dieses Tutorial ist dieser Weg eigentlich nicht geeignet und ich möchte das jetzt auch gar nicht groß erklären, weil das würde einfach jetzt diesen ganzen Rahmen sprengen. Ich wollte es nur erwähnt haben, also wenn ihr euch schon auskennt und wenn ihr irgendwie auf die Binance Smart Chain drauf wollt, ihr habt irgendwie Ethereum zum Beispiel schon in MetaMask, dann könnt ihr das rüber transferieren auf die Binance Smart Chain und dann über irgendeinen Exchange umtauschen in BNB. Das geht über die Binance Bridge. Und die Binance Bridge, den Link dazu, den packe ich unten in die Beschreibung des Videos, dann könnt ihr danach sehen, könnt euch das mal anschauen. Es gibt hier ein Einführungsvideo, es gibt einen User Guide. Ist jetzt alles ein bisschen zu kompliziert. Ich empfehle eigentlich einen einfacheren Weg und zwar: Registriert euch doch bei Binance, aber macht das eben nicht mit der Kreditkarte oder mit dem Konto und womöglich müsst ihr euch auch gar nicht hier durch den komplizierten oder ich weiß gar nicht, wie kompliziert das heute ist, aber durch den Identifizierungsprozess durcharbeiten, wo ihr im Prinzip euren Personalausweis und so abliefert, damit die wissen, wer ihr seid. Möglicherweise geht das auch ohne und zwar, wenn ihr in eurem Spot Wallet einmal nachschaut, da gibt es. Hier ist die Liste mit den ganzen Coins und da gibt es bei manchen Coins die Option Convert. Das heißt, man kann also von einer Währung, die man womöglich hat, konvertieren in BNB. Ich zeige das einfach mal. Zum Beispiel angenommen, ich hätte Bitcoin, dann könnte ich die konvertieren, indem ich hier den Bitcoin auswähle und dann hier BNB auswähle. Und dann könnte ich im Prinzip die Bitcoins, die ich habe, die ich vorher zu Binance transferiert habe, umwandeln in BNB. Ich empfehle da aber eher nicht, dass man jetzt den Bitcoin nimmt, weil der Bitcoin, erstmal die Transaktionen, die dauern alle sehr lange, also Stunden, und die Umrechnerei ist kompliziert und man ist ja in diesen Stunden auch noch einem Währungsschwankungsrisiko ausgesetzt. Das heißt, wenn der Kurs sich in der Zeit verändert, kann es sein, dass man zwar 100, dass man 100 Dollar in Bitcoin abschickt, aber am Ende, weil die Kurse abgestürzt sind oder so, kommen dann nur 80 an und das kann man vermeiden, indem man einen Stablecoin benutzt. Und ein Stablecoin, das ist eine Kryptowährung, die im Wert nicht schwankt. Das bedeutet, wenn man eine Einheit von einem Stablecoin hat, dann ist die immer ein US-Dollar wert, egal wie die Kurse im Kryptomarkt schwanken. Und ein Stablecoin, ein möglicher Stablecoin, ist der USDT. Der ist auch bekannt unter dem Namen Tether. Und der Tether wird, soweit ich weiß, von fast allen Krypto-Exchanges, Krypto-Börsen unterstützt, also zum Beispiel von Bitpanda oder von Kraken. Das heißt, man kann also auf seiner Kryptobörse womöglich die Assets, die man schon hat, sagen wir mal Ethereum in USDT umwandeln und die Tether, die man dann hat, die zum Beispiel 100 Dollar oder 120 Dollar oder so, die bleiben dann eben 120 Dollar, während sie unterwegs sind und werden nicht mehr und nicht weniger. Und die Tether kann man also hier einzahlen und wenn man die hier, dann hier ist eine Adresse, also ist jetzt meine Adresse, ne, nehmt die bitte nicht, weil das kommt ja dann bei mir an, ihr habt eine eigene Adresse da stehen. Und wenn ihr das da eingezahlt habt, dann könnt ihr danach dann
hier in der Suchmaske wieder den USDT eingeben und dann über den Knopf oder wie auch immer den Link, ne, Convert, die Tether konvertieren in BNB. Und das führt dann eben auch an den Punkt, wo wir eben schon waren, wenn wir mit der Kreditkarte gekauft haben. Die Frage ist, was ist einfacher, was ist komplizierter? Es ist eben euch überlassen, wie ihr das macht, wie ihr irgendwie am Ende an die BNB-Tokens kommt. So, und jetzt müssten wir eigentlich alle auf demselben Stand sein. Das heißt, wir haben jetzt BNB in unserem Spot Wallet auf Binance. Und von da aus geht es dann im nächsten Video weiter.